Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Der Wohlfühltag von CSU, Frauenunion und Junger Union in Waldkraiburg war schon immer ein besonderer Tag im Jahreskalender. Früher im Herbst mit dem Schwerpunkt auf Wintermode und Accessoires stehen seit der Verlegung in den Frühjahr natürlich Sommerthemen im Vordergrund. Kein Wunder also, dass es eine ganze Reihe Herren schon zur Begrüßung in den kleinen Saal des Hauses der Kultur zog. Altbürgermeister Siegfried Klicker, Kreistags- und Stadtratsfraktionsvorsitzenden Anton Sterr, die Stadträte Georg Ledig und Bernd Sottek und Kassier Horst Lang, um nur einige zu nennen. CSU-Vorsitzende Charlotte Konrad begrüßte die zahlreichen Gäste zum 12. Wohlfühltag, der unter dem Motto stand: Frauen, Frühling, Fashion und mehr. Sie freute sich über Schirmherrin Claudia Hausberger, die wieder für die Wahl zum Bezirkstag von Oberbayern kandidiert. Die Claudia Hausberger ist unsere. Und natürlich über Stefanie Pohlmann, die auf der Liste der CSU für die Wahl zum Bayerischen Landtag zu finden ist. Claudia Hausberger freute sich über die Schirmherrschaft und dankte allen, die mit viel Arbeit den Wohlfühltag ermöglicht haben. Der Frauenwohlfühltag hat 2018 besondere Bedeutung, weil vor 100 Jahren Frauen das Wahlrecht erhalten haben. Sie betonte die große Rolle der Frauen in so vielen Bereichen unseres Lebens. Gäbe es die Frauen nicht, müssten die Männer sie erfinden, forderte sie die Wertschätzung der Anwesenden ein. Der Wohlfühltag gibt Gelegenheit für eine kleine Auszeit und dabei die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken. Da können die Männer dann beobachten, was Frauen gut tut. Dazu lud sie alle ein und wünschte einen unterhaltsamen Nachmittag. Auch JU-Kreis- und Ortsvorsitzende Stefanie Pohlmann freute sich über die zahlreichen Besucher und lud sie ein, später eine Rose vom Stand der CSU mitzunehmen und die Angebote der vielen Aussteller zu beachten. Dazu wünschte sie viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Bis zur ersten Modeschau verkauften die Stadträtinnen Eva Körr und Christine Graupner zusammen mit dritter Bürgermeisterin Inge Schnabel Lose für die reichlich bestückte Tombola. Besonders Inge Schnabel verschonte wirklich niemanden. Niemand, wenn der Reiber meint, sagt alle, meint alle. Genau. Durch die erste Modenschau führte Annemarie Deschler, Bademode von Wäsche Wachutka am Stadtplatz. Die Models Maxi und Michaela präsentierten erst Unter- und Schlafwäsche. Freundin gleich hinterher, Michaela, der BH und das Höschen von Chantel. Bitte schön noch einmal. Für ein junges Paar eine Augenweide. Das setzten Pirina Sava und ihre Kolleginnen mit Mode für reifere Damen fort. Das nochmal kommt. Würde Ihnen empfehlen, gehen Sie mal dahin. Sie schauen hinterher aus, so schön wie du bist. So zeigten sie eine Kollektion nach der anderen, während Annemarie Deschler die Besonderheiten der gezeigten Stücke erklärte. Da sind sie, die Damen. Ein kleines bisschen. Vor so viel Anmut ging Fotograf Michael Bartisch schon auf die Knie. Wäsche-Wachutka-Inhaberin Ulrike Werner zeigte Bademoden, Strandmoden und leichte Sommerkleidchen. Den Zuschauern und Zuschauerinnen gefiel's. Zum Finale kamen alle Models nochmal auf den roten Teppich und Annemarie Deschler dankte Ulrike Werner für die tolle Mode und auch dafür, dass sie ihr Geschäft in Waldkraiburg weiter betreibt. Im Foyer ließ sich diese junge Dame gerade eine Föhnwelle legen. Und Jürgen Zabelt öffnete die vielen Lose, für die er pro Stück einen Euro bezahlt hatte. Natürlich war der Schmuck eher nicht für Jürgen Zabelt und auch nicht fürs Waldbad. Schön langsam erkannte man schon die Föhnwelle. Es heißt ja, die Dauerwelle kommt wieder. Locken sind immer beliebt. Egal in welcher Form. Ja, Dauerwelle hat sie ziemlich ein bisschen rar gemacht, aber so mit dem Lockenstab sind Locken immer beliebt. Dabei hält die Föhnwelle nur bis zum nächsten Waschen. Ja, aber für den Abend ist doch auch schön. Das Reisebüro nebenan machte schon mal Lust auf Sommerurlaub.
Und Kollege Ludwig Stufer bekam natürlich auch ein Röschen. Schau, jetzt kommst du ins Fernsehen. Genauso wie SPD-Stadträtin Christine Blaschek, die neue Harmonie in Waldkraiburg. Claudia, dein Frauenherz schlägt hier höher. Ja, natürlich. Da könnte man leider an jedem Stand sehr viel Geld lassen. Es ist ein wunderbares Angebot und es ist sehr schön, dass die Frauenunion, die CSU und die JU Waldkraiburg das Angebot wieder machen mit dieser Messe heute. Am meisten Geld würde man wahrscheinlich bei Maria Eckert los, deren Wasserfilterstaubsauger aber das Klima zu Hause so verbessern, dass man eigentlich nicht mehr in Urlaub fahren muss. Zu Inge Schnabel war dann Frauenunionskreisvorsitzende Ilse Preisinger Sonntag gekommen. Natürlich trafen sie sich am Geschmeidestand. Wohlfühltag bei der Frauenunion, vor allen Dingen in Waldkraiburg, ist ja schon Tradition. Und es ist auch immer ein ganz toller Zulauf hier mit den Motenschauern. Viel Besucherinnen hauptsächlich, einige wenige männliche Besucher. Ist ja auch wirklich ganz toll, was hier auf die Beine gestellt wird. Von den Ausstellern, vom selber gemachten Schmuck bis ja, alles Mögliche. Friseur und Wohlfühlmassage und alles. Also es ist wirklich viel geboten und ich glaube, dass die Leute hier das auch sehr gut annehmen und das ist toll. Lust auf Frühling machte auch das Kuchenbuffet der Frauenunion, das mit dem ersten Erdbeerkuchen lockte. Bis zum Abend war aber alles weg. Da konnte man sich dann auf dem Örtchen damit, naja, Sie wissen schon. Im Leben vieler Damen spielen Taschen eine Hauptrolle. Deshalb hielten gleich zwei Stände Taschen in verschiedensten Ausführungen feil. Und natürlich warben Jürgen Zabelt und Martina Arnusch Hasselwarter für den Erhalt des Waldbades. Wer dafür war, bekam ein Duschbad mit nach Hause. Natürlich nicht zur Benutzung im Waldbad. Ulrike Werner war froh, die Modenschau hinter sich zu haben und ließ sich zur Feier des Tages blaue Strähnchen ins Haar zaubern. Die neue Einigkeit dann auch zwischen Waldkraiburgs zweiten Bürgermeister und Frauenunionsvorsitzender Annegret Weinbauer. Der jüngste Besucher war sicher der kleine Benedikt auf dem Arm seiner Mama. Während wir uns umgesehen haben, präsentierte Annemarie Deschler schon Sommermode von Mode am Berliner Platz. Als Model mit dabei Cornelia Reichthalhammer, die Faschingsprinzessin 2017 der Narrengilde Kreiburg. Das gefiel Charlotte Konrad und den Gästen. Auch Christa Heindl, Mitglied im Kreisvorstand der CSU. Die Models führten eine Kollektion nach der anderen vor, während Bernd Sottek Gewinne ausgab. Mit Jürgen Zabels Ausbeute wurden sie gar nicht fertig. Jürgen hat sich rentiert. Selbstverständlich. Ist ja für einen guten Zweck. Macht Spaß hier. Machen wir doch gerne. Allerdings gaben sie nicht alle Gewinne aus. Die Hauptgewinne hatten Charlotte Konrad, Stefanie Pollmann, Ilse Preisinger Sonntag und Claudia Hausberger dann. Einen Gutschein für den Besuch des Bauernhofmuseums an der Glentleiten, eine Fahrt zum Bayerischen Landtag, einen Massagegutschein und eine Fahrt nach Berlin zum Deutschen Bundestag. Massagegutschein selber nutzen, Kinder. Die nächste Modenschau sah ein bisschen anders aus. Mitglieder des Tanzsportclubs Weißblau 70 zeigten Tanzen Trachtenmode der Reinoldsberger Firma Stoiber. Hübsche Mädels und Jungs mit nett anzusehender Trachtenmode zu guter Musik. Das hatte seinen besonderen Reiz. Zum letzten Auftritt kamen die Little Diamonds des Tanzsportclubs mit ihrem Sommerprogramm.
Nach über 3 Stunden Moderation dankte Charlotte Konrad Annemarie Deschler für ihre Mitwirkung und die den Modehäusern für den Aufwand, den sie mit der Modenschau hatten. Und besonders Charlotte Konrad für diesen Wohlfühltag, der sicher nicht der letzte war. Charlotte, zufrieden? Ja, sehr. Wunderschöner Nachmittag, ist ja noch nicht zu Ende, aber war bis jetzt wunderschön, kann nur noch so schön enden. Sehr zufrieden. Es gibt dieses Jahr einen besonderen Empfänger für den Erlös der Tombola. Ja, wir wollen natürlich unterstützen. Es war ja leider dieser Brand bei uns in Waldkraiburg und die Familien, da sind einige betroffen und da wollen wir oder sammeln wir natürlich in der Stadt durch viele Aktionen Geld, um die zu unterstützen. Und auch wir wollen heute unseren Beitrag dazu leisten und auch den Gewinn abgeben. Annemarie, hat's moderieren Spaß gemacht? Ja, auf alle Fälle. Es macht mir immer Spaß, es sind nette Leute, es sind super Models, es ist einfach eine schöne Arbeit oder ein schönes Vergnügen, so muss man sagen. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Auf alle Fälle. Bestimmt. Unser Bestimmt. Saal wird langsam wieder zu klein, aber so soll es sein, dass schön voll ist und dass viele da sind. Und nächstes Jahr kommen bestimmt mindestens genauso viele wieder. Dankeschön. Danke auch.